Prochain groupe qui est déjà prêt derrière la scène, il s'appelle Dance to Express. Hey, c'est die zweite Gruppe heute am Nachmittag, Dance to Express, und sie kommen von Oberstufenschule in Thun. Wer sie aber genau sind, das erzählen sie euch gerade selber. Tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Someone's help, gotta get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach. And stocks through the roof, I heard you fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Dance to Express, ist das Sie aus Thun. Natürlich, Zeit für eine richtige Verbeugung habt ihr noch. Grobe Verbeugung für euch. Dance to Express. Kann einmal durchfahren. Sehr gut.
Und dann könnt ihr alle ein bisschen weiter vorne stehen, dann können wir schön hinten durchwischen. Sehr gut, ich kann vielleicht schnell die Livia bis zu mir vorkommen. Livia, ihr habt die Geschichte von Adam und Eva in moderner Form quasi in Tanz neu erzählt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Adam und Eva zu tanzen? Also wir wollen einfach eine Geschichte erzählen und Adam und Eva kennen mega viel und darum sind wir auf das gekommen. Und ihr hattet auch ein paar ganz schwierige Elemente so drin gehabt, mit zum Beispiel da Rückwärtssalto und so Sachen. Hat er das schon alles vorher können oder jetzt die Person, die den Rückwärtssalto gemacht hat, schon können oder alles extra noch geübt für das? Also ein paar Sachen hat man natürlich schon ein bisschen können, aber wir haben auch viel geübt und so ist es mehr. Was hat am meisten Spass gemacht? Eigentlich alles. Alles? Ja. Tanzen macht Spass. Grossen Applaus für Sie. Dance to Express. Ich lasse euch gleich runtergehen. Für uns und essayez de raconter.